All right. I just want you to be careful. I've been doing this for a long time. And people, they mostly don't change. Even when we really want them to. Look, I'm really tired. Can we not do this? Allison, I like you. I really do. I've known you since you were a kid. You're honest, stable. You're not a troublemaker. Tyler, I mean, if he goes down, don't let him take you with him, okay? I can't do this. Oh, are you okay? Please, just let me go. I need air. I need some air. Before. This will pass. Okay, wir müssen Allison helfen beim Atmen. Wie auch immer. Wie das machen sollen. Ich verstehe es gerade noch nicht so. I just need to breathe in and out. Follow the circles. Es ist überhaupt richtig, was ich hier tue. Just a little longer. Ach, da oben wird angezeigt. Oh Gott. Das müssen wir ein bisschen öfters tun. Sie muss sich beruhigen. Sie ist total aufgebracht. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst, leider. Ich kann nicht mehr drücken. Doch, jetzt geht's wieder. Beruhig dich, Allison. Beruhig dich. Alles wird gut. You're getting there, Allison. Das schaffst du. Alles wird gut. I'm okay. I'm okay. What's happening? Are you okay? Yes. Are you fibbing? I'm scared. I don't know what these people are gonna be like. Or when I'm gonna see you again. We can still undo it. We can tell them what really happened. No way. It's done. That's it. You're gonna be there to talk on the voice if I need you, right? Of course. It'll almost be like we're still together. It's time to get going now. Come on. Wait, Chief. Just a sec. Hey, kids. I went back to the house and got a few things for you. I know how much he's meant to you. Thank you. Thank you, Sam. Oh, kids, this is just goodbye till next time, okay? Allison? What are you doing out here? It's freezing. I just needed some air. What happened? What's wrong, little moose? I think I had a panic attack. It's gonna be okay.
Let's get you inside and warmed up. Then we can talk about what happened. I'm sorry. This morning has just been so... God, I'm embarrassed. Don't be. You haven't had an attack in a while. What's going on? I've just been so wrong about everything. Did Tyler say something to make you feel that way? No. It wasn't him. It was me. I failed him. Over and over. From here, it looks like you've been busting your ass to help him. You don't understand. Allie, you've got so much weight on your shoulders. With Tyler coming back, and your big move, you know, maybe it's time to ease off some of this other stuff that's clearly stressing you out. If you mean Marianne, I can't. I owe it to Tyler to see it through. Do you? I don't know why you've always blamed yourself for that. It wasn't your fault. Naja, so ist das ja nicht. Erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Tell Me Why. Ich kam jetzt erstmal die ganze Zeit nicht zu Wort. Allison musste sich auch erstmal beruhigen und ein- und ausatmen. Alles wird ihr zu viel, alles steht über Kopf und... Die Erinnerungen holen sie immer wieder ein, immer und immer wieder, und sie scheint irgendwelche Attacken zu bekommen, und vielleicht ist das damals auch Marianne passiert, dass sie solche Attacken bekommen hat, und darum ist sie damals auf Tyler losgegangen. Sie wollte, glaube ich, gar nicht auf Tyler losgehen, aber irgendetwas hat sie dazu gedrängt. Und scheinbar hatte sie auch diese Erinnerungen, diese Attacken, die Allison jetzt auch gerade einholen, und ja, es war nicht deine Schuld, das stimmt nicht ganz. Und ich hoffe, dass Allison der Wahrheit ins Auge blickt und die Sache aufklärt. Irgendwann, vielleicht jetzt, ich weiß es nicht. That's not true, Uncle. I was there. I... You were 11 years old. There was nothing you could do. You can't go on letting it haunt your every waking moment. Look, you're not your mother, okay? What do you mean? I mean something happened to her. Something bad. I don't know what it was, but... It never left her. You can't make that same mistake. You've got to tell those ghosts to... Move on. Sag diesen Geistern, sie sollen abhauen. Ich habe Marianne getötet. Ich kann es nicht hinter mir lassen. Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit für die Wahrheit. Allison muss dazu stehen und es endlich aussprechen. Onkel. It was me. I was the one who had the scissors. What? What are you saying? She was threatening Tyler. So I stabbed her. I killed her. I killed my mother. But Tyler confessed.
He went to Fireweed. We lied. We lied to everyone. No. How could you let him take the blame? It was a mistake, I know. But we were in shock. Tyler wanted to take the blame, and I let him. But we should have told the truth. Must have really hurt. Keeping that inside all these years. I pretty much just bottled it up. And now it's all I can think about. Everywhere I look, she's there. I can't take it anymore. It's not easy to admit something like that. It takes a lot of courage, Allison. I should have seen it. I'm so sorry. None of this was fair to you two. Feeling now? Any better? Relieved, actually. And really tired. I was remembering something earlier. I don't know if it even really happened. The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Yeah. Yeah, that's right. He did. Allison hat gestanden. Entschuldigung, ich bin ganz durcheinander, weil mich das gerade so ergriffen hat und es so emotional war. Allison hat gestanden. Sie hat die Wahrheit erzählt und ich glaube, dass ihr das auch sehr gut tut, endlich die Wahrheit zu sagen. Sie hat es all die Jahre verdrängt, aber jetzt konnte sie es nicht mehr verdrängen. Und eine sehr, sehr große Last ist jetzt von ihren Schultern gefallen. Und ja, ich hoffe, es geht ihr dadurch besser und sie kann wieder zu Tyler. Sie fragt nach einer Erinnerung. Hat er uns die Kobolde gebracht? Wie nah stand er Mary Ann? Ich würde eigentlich gerne beides fragen. Ich glaube, er stand Mary Ann sehr nah. How close were he and Mary Ann? I don't know exactly. But he cared about her a lot. Her death really shook him up. He was over at our house a lot, fixing things, chasing off animals. I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been Sam? Oof. Well, your mom and him were close, so that's a possibility, but I never found any proof, no. I should go talk to him. Are you sure that's a good idea? You need to get some rest. I have to do this. And not just for Tyler. For me too. I love you, Uncle. Thank you for everything. I'll call you later.
You can do this. Ich hoffe, Allison. Wir wollen Sam zur Rede stellen. Ist er unser Vater? Den Gedanken hatte ich ja auch schon mal, weil er hat wirklich gelitten unter dem Tod von Mary Ann. Und er war irgendwie immer da. Und Gott, voll weitläufig hier. Visualize the outcome you want. Und irgendwie war er immer da, immer irgendwie mit dabei und hat so nach dem Rechten geschaut und hat versucht, ja, Mary Ann zu unterstützen. Ich bin gespannt. Aber wer war das denn am Hafen? Damn it. Damals, den Mary Ann gesehen hat. Mit wem hat Mary Ann geredet am Ufer damals? Good. He's here. Oh Gott, er ist da. Na toll. Ich will da nicht rein. Bin aufgeregt. Toll. Mhm, so geht's mir auch gerade. Schöne Aussicht hier. Allison, wir müssen das tun. Wir stehen das beide durch. Wäre natürlich schöner, wenn Tyler auch noch dabei wäre. Da, wir gucken noch mal in die Ferne. Genießen die schöne Aussicht. Und jetzt müssen wir uns Sam stellen. Alright. Sam, let's do this. Es ist soweit, genau. Da ist Sam. I already got the lifters in there. Oh, Allie, I... Na? Hello. Hi, Sam. Darf ich nichts angucken? Are you okay? Yeah, I'm fine. Ah, doch, jetzt. Ich guck mich um. Ich guck mich erstmal um. The chain or the valve covers back on. So, did you need something? Was denn? Ich wollte nur nach dir sehen. I was just driving by and wanted to see how you were doing. I heard there was some trouble on the docks. There's always trouble on the docks. Hi Cousin, ich habe dir vor einem Monat mein Boot gegeben und soweit ich weiß, hast du bis jetzt lediglich getestet, wie viel Bier aufpasst. Ich habe dich aus Gefälligkeit im Voraus bezahlt, weil ich weiß, dass du es gebrauchen kannst. Aber ich brauche verdammt nochmal mein Boot. Familie ist Familie, aber mach es bis zum Wochenende fertig. Sonst melde ich es als gestohlen und ich weiß, dass du es satt hast, dass Brown dir andauernd das Leben schwer macht. Geh an dein gottverdammtes Telefon. Ups. Ups. Where's your brother? Drüben im Haus. Ich sag erstmal nichts vom Streit. Back at the house, I guess. So, what's he getting up to today? Who knows? Erstes Amtsgericht Alaska. Vorladung, Anordnung, vor Gericht zu erscheinen. Sie werden angesichts der vorliegenden Beschwerde gebeten, am folgenden Datum und zur folgenden Uhrzeit zu erscheinen. Okay. Gerichtstermin. Wahlzettel. Körperlich schmerzhaft. Langsam. Honestly, physically painful. It'll be a miracle if I don't throw out my back. Let your brother do the heavy lifting. So he can throw his back out? Not better. Das ist ein Boot. No bananas on board? Really? Damn right. It's not just superstition. This one time, this greenhorn brought one on board. Well, you wouldn't believe the day we had. Ich bin ganz Ohr. I'm listening. Boat was 50 miles south in the Pacific. Our hold was full of the morning's catch. Started pulling in our nets when they got all tangled up in our propellers. Made the damn things useless. Stopped us in our tracks, okay. Miles off land. Und was ist dann passiert? So, what'd you do?
Well, we dropped anchor, and I had to dive under and cut out the net. Of course, when we finally managed to fix the damn thing and headed back in, there it was on the horizon. A nasty mother of a storm. Oh, I know this one. The introduction will be forever burned in my brain. Alles klar, wir gucken uns ein bisschen um. Really got me thinking about. Impressive collection. You want some? Take them. I don't really navigate. Hey, an encyclopedia of astronomy. I have this one. Oh, yeah. That's a good one. Oh, that's a really nice sextant. Well, it sure is. It's a present from my old crew for my 30th birthday. Das ist echt schön. It's beautiful. Well, it's mostly just for decoration these days, but I'm a big fan of doing things the old-fashioned way, you know? Also sehr viel zum Interagieren hier auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, was ich alles anschauen soll. Eigentlich wollte ich ja mit Sam reden, aber irgendwie drücke ich mich da gerade so ein wenig vor. Aber ich glaube, wir müssen es tun. God. This article about ocean acidification is really unnerving. Ozean. Ozeanographisches Institut für Alaska warnt vor Versauerung der Meere. Die Anzahl der Austern verringert sich aufgrund der zunehmenden Versauerung der Meere in bislang unbekanntem Ausmaß. Steigende Kohlendioxidwerte und ein starker Abfall des pH-Werts bedrohen das Überleben aller Meeresorganismen. Meereswissenschaftler befürchten das Schlimmste. Ja. Finde ich aber gut, dass sie solche Themen hier mit reinnehmen, weil es ist ja wirklich so. Die Menschen gehen mit der Natur um, als ob ja, die nichts wert wäre. Und wir brauchen die Natur. Die Natur ist sehr wichtig für uns zum Überleben und auch für andere Lebewesen. Hier, ich gebe dir was. Das brauchst du scheinbar. Oh, thanks, Princess, but that ain't it. It's in a red can. Not a princess. Nee. Oh, es gibt Pizza. Habe ich eben gar nicht wahrgenommen. Ich will auch Pizza. Ich glaube, wir reden jetzt mal mit ihm. What are you doing? Ah, my cousin Billy bought an old motorboat, but that fool drowned the engine, taking her out. Yeah, I told him I'd fix it. Ach so. Okay, wir können auch gar nicht mit ihm reden. Dann ist es das vielleicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nie aus. Ich gebe ihm das jetzt einfach. Hier. Zweiter Versuch. Das vielleicht? Brauchst du das? No. No, it should be on one of those shelves back there. Don't stress yourself out. I can work them free eventually. Regale. Regale, Regale, Regale. Keine Ahnung. Warum holst du es eigentlich nicht selber? Da ist noch was. Das nehmen wir mal mit. Vielleicht ist es ja diesmal dieses. Wir geben ihm das jetzt. Gucken, ob es das Richtige ist. Good. Well, let's see. Should be just about. Pass me that wrench, will ya? Sam, are you our father? Figured you'd ask me that question someday. Well? I wish I was. What the hell kind of answer is that? I'm sorry, Ellie. But the man you're looking for... he ain't me. Oh.
Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here, getting angry at me for something I got nothing to do with. Ich glaube es eigentlich nicht, dass er uns... Warum sollte er uns anlügen? Also ich glaube schon, dass er hat ja gesagt, ich wäre es gerne. Ich glaube schon, dass er gerne unser Vater wäre, weil er stand ihr ja auch sehr nah. Er hat Gefühle für Mary Ann, das hat man schon im ersten Kapitel gemerkt, fand ich. You two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? I may be a deadbeat, but I'm no coward. But you must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Mary Ann would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. I'm so tired of trying to unravel all of Marianne's fucking secrets. I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Come with me. I want to show you something. When was the last time you cracked the window? Scheinbar riecht es hier nicht so angenehm. Wir sind in Sams Hütte. Was wird er uns zeigen? Was wird er uns erzählen? Ich finde, oder ich mag Sam sehr gerne. Ich finde ihn sympathisch und man merkt einfach, dass er Mary Ann sehr, sehr mochte. Er hat sie unterstützt, hat ihr geholfen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass er die beiden einfach, wie er schon sagt, ohne Vater aufgewachsen lassen hätte. Ich bin gespannt, was wir erfahren werden. Ich verabschiede mich aber an dieser Stelle und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir mehr erfahren werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Eure Inori Eppi.